oder ich weiß nicht, dass man Rachel Amber spielt oder sonst was. Da ginge schon was. Bin mir aber nicht sicher, ob das so der beste Weg wäre. Frage ist, was wäre der beste Weg? Was denkst du denn? Naja, das ist ein bisschen... Ja, hallo zusammen. Willkommen bei einer weiteren Runde Mass Effect. Ich freue mich, dass du dabei bist, unseren weiteren Weg zu verfolgen. Und unser weiterer Weg führt in eine Höhle. Hier war doch gerade die Höhle. Bin ich denn jetzt blöd? War doch keine Höhle? Doch, wollte ich doch sagen. Hier war eine Höhle. Können wir auf jeden Fall schon mal die Knarre wechseln. Das macht auf jeden Fall Sinn. Gucken wir mal an, was wir in dieser Höhle finden. Traulier halt. Ach, Herrjechen. Schnauze. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in dieser Höhle schon waren. Das ist gut möglich. Ich würde sagen, ja. Ja, hier waren wir eindeutig schon drin. Was ist denn das? Okay. Okay. Aber jetzt ist da eine Quest, die vorher nicht da war. Och man, Leute. Könnte ich mal die... So. Tschüss, Mistvieh. Map. Falsche Richtung. Ich glaube, hier geht's weiter. Eindeutig geht's hier weiter und dann nach links. Ja, in dieser Höhle waren wir schon mal, aber da war die Quest nicht da. Das haben wir doch schon gelesen hier. Okay, ja, hatten wir. So. Tum-di-tum-di-dum. Nee, hier geht's irgendwie nicht weiter. Ein Träumchen. So. Ist das die richtige Richtung? Ja, ist sie. Ach ja. Mistviecher. So. Das war das. Okay. Das hier war die letzte bekannte Position des Landvermessers. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Nicht du hast ihn gefunden, aber das macht ja nichts. Okay. Ah, der Landvermesser. Wer war das? Verbannte, das Kollektiv, irgendwelche Exilanten? Die Schwerkraft. Was? Er hat sich das Genick gebrochen. Aha. Wahrscheinlich bei dem Versuch, Rückproben zu beschaffen. So eine Scheiße. Ja, yep, das kann man so sagen. Daten herunter. Dann können wir wenigstens die abliefern. Ja, damit hätten wir die Nummer auch geklärt. Was ist das da hinten? Rein gar nichts. Okay. Können wir uns porten? Nein, können wir nicht. Da ist der Ausgang. Okay, dann laufen wir halt.
Aha. Uff, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ja. So, Überreste nehmen wir. Halt, das wollen wir nicht. Hier wollen wir lang. Ach, leck mich doch am Arsch. So. Wären wir damit auch durch. Was ist denn das? Was ist das? Keine Ahnung. Möglicherweise eine Fähigkeit von einem meiner Mitkameraden hier. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir da auch eine Quest, die wir später irgendwann mal abgeben können. So. Dann lasst uns schauen. Was haben wir hier denn noch für eine Quest? Vom Winde verweht, Gestirn, na gut, dann können wir das ja machen eigentlich. Obwohl, das ist doch alles am Arsch der Welt. Habe ich jetzt ja gerade mal echt nicht so den Bock drauf, ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier... Aha. Also es gibt Komplikationen, sagt er. Interessanter Ort. Ich finde jetzt das hier, weil alles andere ist mir jetzt gerade mal echt zu blöd. Hier, Porten. Ach, fick dich. Entschuldigt, aber echt. Ich bin gerade nicht so richtig im Kampf. So. Kann ich jetzt vielleicht? Ja, bitte. So. Sekunde, ich suche gerade. Das habe ich gesucht, da ist es ja schon. So. Ach, leck mich. Ist auch geil, wenn man die über die Säcke drüber wegfährt, sterben sie trotzdem nicht. Sie ballern weiter auf uns ein. Ist jetzt nicht so nett. Hallo, es ist gut. Es ist gut. So. Achtung, diese Exilanten werden uns nicht freundlich gesinnt sein. Ach herrje, wie oft wollt ihr uns dann da welche noch vor die Nase setzen? Wie weit sind wir denn von dem, wo wir hinwollen? Da fahren wir einfach durch. Habe ich jetzt keine Lust zu. Ist ja gut, ihr seid die Tollsten. Lasst mich in Frieden. So. Ha, schon dran vorbeigefahren, was? Das ist blöd. Okay. Wie soll ich denn den scannen, bitteschön? Ich probiere es mal von hier. So. Lieber einmal habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ist denn der... Fuck. Wo ist denn der Penner?
Also, ich probiere es einfach mal. Nein, das war blöd. Da. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben gefunden, was möglich war. Gehen wir zurück zu Senaris. So, dann hätten wir die Quest irgendwie auch nur noch abzugeben, was ja auch ganz nice ist. Ja, dann haben wir da oben noch was. Und wir haben hier noch was. Ich würde sagen, oder ich sage, wir werden uns da hinporten und mal da oben gucken. Jupp. So, Scanner aus. Okay, was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Meinst du? Finde ich wahrscheinlich interessanter. Okay, das ist das. Okay. Ja, wir müssen erst mit... Okay, ich würde jetzt sagen... So, mit Reyes zusammenarbeiten, Führung der Verbanden. So, wo schickt er uns denn hin? Wenn ich die aktiviere, er führt uns dahin. Dann machen wir das doch mal. Ich würde ganz gerne den Planeten wieder bewohnbar machen, das Wasser besser. So, Nomad ist einsatzbereit. Wir rennen zu Reyes. Ach, müssen wir mit dem reden? Ja, du bist mir sehr wohlgesonnen. Okay. Ja, wenn du sagst, dass ich dahin soll, mache ich das. So, was ist denn Forschungszentrum? Achso, wir können hier forschen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn bei Verbesserung? Was ist das? Granatwerfer, ultra selten. Gehört dem Schlüssel. Eine 1 solche Verbesserung. Okay. Gehen wir mal zurück. Aha. Okay. Kann ich hier auch Stufe 4? Geht auch. Okay, damit haben wir den Armschutz deutlich verbessert. Also Stufe 40. Was haben wir denn hier für Entwicklung? Und das finde ich gut. Herstellen.
Ja, das können wir so benannt lassen. Was macht die denn? Schaden 80. Aha. Na gut. Notfallschildentladung. Ah, Moment. Ach, das. Ach, Moment. Das wollten wir erforschen. Das ist ja Liams Panzer. Ja. Ja. Okay. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genau mit Liam reden. Das dachte ich mir irgendwie. Es war irgendwie klar. So, aber trotzdem hatten wir jetzt hier. Alter, mach mal locker. So. Bis die Türen hier aufgehen, das dauert auch immer eine ganze Ewigkeit, ne? Aber wir schauen mal, was hier so zu holen ist. Da sind auf jeden Fall Händler. Da wollte ich noch mal gucken, ob wir nicht eine Verbesserung... Waffenhändlerin... Nee, die Waffenhändlerin interessiert mich nicht. Die ist mir sowas von egal. Was haben wir hier? Sagen Sie Sloan, sie soll ihre Varin an. Ein so zerbrechliches Ding wie sie braucht Schutz. Bei mir finden Sie die besten Panzerungen in ganz Kedera. So, dann zeigen Sie mal her. Klingt vielversprechend. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Sie finden alles in der Konsole. Wie wär's denn mit Inventory oder sowas? Ja, da können wir auf jeden Fall mal. Ja. Da hat er nichts mehr. Ich würde ja gerne. Mein. Ja, bla. So, meine Tragkraft erhöhen. Verbesserung? Aha. Hat er gar nicht. Ach, leck. Dann halt nicht. Ich dachte, ich könnte hier... Tagchen. Da wollen wir hin. Also was soll das jetzt hier, Map? Wir sind hier. Also kann das doch nicht so weit weg sein. Nee. Da kommen wir nicht rein. Ja, das ist gut so. Jetzt gerade nicht. Unser Deal ist durch. Was wollen Sie? Ich dachte, wir gehen zivilisiert miteinander um. Es ist schwer, höflich zu sein, wenn man jede Menge Scheiß zu erledigen hat. Schon okay. Wir haben alle unsere Charakterfehler. Sind Sie jetzt mein Therapeut?
Kommen Sie zur Sache, Pathfinder. Helios ist nicht gerade gastfreundlich. Wie haben Sie überlebt, nachdem Sie die Nexus verlassen hatten? Wir sind zwar nicht mit leeren Händen gegangen, aber als die Vorräte knapp wurden, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich habe Angriffe auf Konvois der Kett befohlen und mit angaranischen Siedlungen gehandelt. Sie haben mir dann von Kedera Port erzählt. Sie hatten nie gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Angara? Nur mit den Rokar, diesen beschissenen Arschlöchern. Was hat das Kollektiv gegen die Verbannten? Die Leute wollen immer das, was sie nicht haben. Und die Schläger des Scharlatans bilden da keine Ausnahme. Wer, denken Sie, ist der Scharlatan? Ich vermute eine Gruppe von Leuten. Es braucht mehr als eine Person, um diese Bande zu leiten. Beunruhigt es Sie nicht, dass Sie in das Territorium der Verbannten eindringen? Nein. Wenn Sie zu weit gehen, bin ich bereit. Was sagst du uns denn über die Verbannten? Also die Verbannten. Machen Sie sie mir doch mal schmackhaft. Die Verbannten wollen sie nicht. Wow, das war deutlich. Ich habe all meine Leute selbst ausgewählt. Sie haben entweder Potenzial oder eine gemeinsame Vergangenheit mit mir. Sie haben keines von beidem. Addison hat etwas Ähnliches gesagt. Ich werde Ihnen beiden beweisen, dass Sie sich irren. Addison und ich sind uns in etwas einig? Wow! Ich habe mich über Sie informiert. Leiterin der Nexus-Sicherheit, ausgebildet von der Allianz. Den Akten zufolge sind Sie aufbrausend, waren ansonsten aber eine loyale Soldatin. Wieso haben Sie die Seiten gewechselt? Weil ich es leid bin, Arschlöchern zu unterstehen. Ich hätte die Situation auf der Nexus geklärt. Also bis jetzt selber lieber ein Arschloch, ja? Er hat die Krogana eingesetzt, ohne mich auch nur zu fragen. Neue Galaxie, derselbe alte Scheiß. Sie hätten auch einfach den Dienst quittieren können. Die Leute wären ohne meine Hilfe gestorben. Und nicht alle Exilanten sind Kriminelle. Einige von ihnen hatten einfach nur genug. Dafür, dass sie keine Kriminellen sind, töten sie aber ziemlich viele Leute. Ich tue, was nötig ist, um meine Leute zu beschützen. Mit der Waffe im Anschlag. Wissen Sie, Pathfinder, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, dachte ich, wir würden eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine bessere Gesellschaft. Aber die Initiative war nur ein weiteres leeres Versprechen. Die einzige Person, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie etwas verändert, bin ich. Ja, nee, ist klar. Wie kommt es, dass ein Mensch über einen angaranischen Hafen herrscht? Als ich nach Kedera kam, haben die Kett die Angara wie Vieh zusammengetrieben. Es war ein Gemetzel. Meine Leute haben dem ein Ende gemacht. Und natürlich waren uns die Einheimischen dankbar dafür. Mhm. Und was ist mit diesen Köpfen, die den Raumhafen verzieren? Sie dienen als Warnung. Für die Kett? Für jeden. Ja, viel mehr hast du uns nicht zu sagen, was? Dann will ich sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Pathfinder, halten Sie sich aus Kederas Angelegenheiten raus. Das hier ist nicht Ihr Terrain. Darüber könnte man diskutieren, aber nicht mit dir. Sag ich jetzt mal so. Wir sind sowieso die Besten. So, Map. Das ist... Okay, Kaitos. Jetzt muss ich mich mal umdrehen. Hier ist hier noch irgendwer, der mit uns was zu reden hat. Was haben wir da? Ein Datenpad. Ein Tag, erster offizieller Tag als Verbannte. Soll mich in einer Stunde mit Kaitos treffen. Seta sagt, dass er ist ein Kurrentenkacke, aber bei meiner Rekrutierung war er ziemlich nett. Zumindest ein Turianer. Darf nur nicht zu... Okay. Und Kaitos ist auch unser Ziel, aber wo ist dieser Vogel denn? Der muss hier irgendwo sich rumtreiben. Da ist er ja. Ich hätte da ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert. Ja, ja. Sie hatten schon mit den Cat zu tun. Es ist ziemlich schwierig, sich in Andromeda zu bewegen, ohne ihnen früher oder später über den Weg zu laufen. Wohl wahr, wohl wahr. Als Sloan die Macht übernahm, hat sie die Kette hier ausgerottet. Es gab öffentliche Massenhinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, dass Kedera frei von Kette ist. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte über einige Versprengte in den Badlands. Wenn diese Geschichten wahr sind, müssen sie verschwinden.
Gibt es Gerüchte im Cat-Bezug? Was genau sind das für Gerüchte über die Cat? Geschichten über Überfälle, verschwundene Personen, Fahrzeuge, die sabotiert und ausgeschlachtet wurden. Der Grund dafür könnten ebenso gut wilde Tiere, Erdlöcher und irgendwelcher Angara-Mist sein. Aber es gibt genügend Leute, die sagen, es wären die Cat. Sie sagten doch, Sloan hätte die Cat hier getötet. Was ist passiert? Die Cat hatten den Hafen abgeriegelt, als wir hier ankamen. Sie haben zahllose Angara von hier weggebracht. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Aber die Leute hatten Angst. Und dieser Ort hatte Potenzial. Also haben wir gegen die Cat darum gekämpft und gewonnen. Haben Sie draußen die Dekorationen gesehen? Sie sind Sloans Art, allen klarzumachen, dass sie jetzt an der Macht ist. Na schön. Ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen. Sehr schön. Ja, da haben wir schon wieder eine neue Quest. Wie das halt so passiert, ne? Okay. Wo geht's denn hin, ist die Frage. Waffenhändler, Transitkonsole. Warte mal, da war doch gerade eben auf der Karte. Achso, wir sind auf der unteren Ebene, alles klar. Dann gucken wir mal eben in die Missionen. Mission. Codex. So. Okay, dann müssen wir wohl wieder in die Badlands, ist wohl meine Vermutung. Wollte sagen, machst du mal die Tür auf? Morga, wo bist du? Alles okay? Das geht dir nichts an, Enard. Wow, tut mir leid. Ich wollte nur helfen. Ihresgleichen will niemals nur helfen. Na. Sie leben unter Sloan und ich verstehe, warum sie so denken. Aber wir sind nicht alle gleich. Sie sehen anders aus als die anderen. Sauberer. Also, was ist Ihr Problem? Meine Schwester Morga arbeitet an den Rohren. Sie sorgt dafür, dass die Stadt gefiltertes Wasser hat. Aber sie ist seit 3 Tagen verschwunden. Okay, Ist Morgas Arbeit gefährlich? Manchmal schon. Das Wasser von Kedara ist stark säurehaltig. Die Reparatur eines lecken Rohrs kann schwere Verätzungen zur Folge haben. Aber niemand kennt das Filtersystem von Kedara besser als Morga. Ist es für Ihre Schwester normal, dass sie sich nicht meldet? Überhaupt nicht. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Die anderen wurden ermordet, als die Cat auf Kedara eingefallen sind. Ich werde nach Ihrer Schwester Ausschau halten. Danke. Pathfinder, wir könnten die Gitter benutzen, um die Rohre aus sicherer Entfernung zu scannen. Okay. Ja, ihr Lieben, und schon ist die halbe Stunde wieder vorbei. Das geht ja ratzfatz. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage mal bis bald dann. Tschüss. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher wie wir.
Maul, schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschen.